sie schaffen, diese 40 Scorerpunkte zu ersetzen. Deswegen dieses Jahr nur Platz 8 wegen ja, schlecht gelaufener Transferpolitik. Ich weiß, es ist früh für ein Urteil, aber ich glaube nicht dran, dass sie das noch drehen. Ich glaube, es wird nur Platz 8 und ein bisschen enttäuschende Saison. Dann Platz 2, der FC St. Pauli. Ja, ich glaube, St. Pauli steigt in die Bundesliga auf. Es sind die wohl zwei größten Überraschungen, die ich in meiner Saisonprognose getippt habe. Guck die gerne an, die ist schon online. St. Pauli, traue ich den ganz großen Schritt in die Bundesliga dieses Jahr zu. Ja, ich glaube, die können das echt schaffen. Düsseldorf hingegen habe ich nur ins Mittelfeld getippt. Das haben die Düsseldorfer natürlich nicht so ganz nachvollziehen können. Aber ich glaube, die werden es schwer haben. Ich lasse mich natürlich auch gerne eines Besseren belehren. Und heute haben wir die Möglichkeit, beide Mannschaften im Millerntor-Stadion dabei zu beobachten. Da fährt er, mein Bus. Scheiße, das ist nicht so ein guter Start. Den ersten Bus schon mal verpasst, aber ich glaube, im zweiten sollte ich den Zug nach Hamburg auch noch bekommen. Also nicht der Start, den ich mir vorgestellt habe diesen Spieltag, aber es gibt noch Hoffnung, dass wir pünktlich da sind. Okay, es geht weiter, aber ich glaube, erstmal hier Kiel jetzt auch Regionalliga, auch cool, da müssen wir eigentlich auch mal hin. Und da drüben viel Polizeidemo, ich glaube, die geht aber hier lang in die Richtung, nicht da lang, wo ich fahren muss. Sonst wird es hier langsam eng. Ich bin ja auch lost. Das sind natürlich die Kieler Fans, die heute auch zu Hause spielen und sich nochmal mobilisieren. Und vor allem ganz wichtig, auf das Thema Fanrechte aufmerksam machen. Ihr habt das bestimmt mitbekommen. Da gibt es wieder Stress mit dem Vorstand, weil eine zweite LED-Werbebande direkt vor dem Ultra-Block aufgebaut werden soll. Das geht nicht. Kommt beim nächsten Kiel-Vlog sicherlich auch mehr. Ich bin inzwischen im schönen Planten und Plom. Heute ist, glaube ich, irgendwie auch CSD oder so. Also der Zug war rappeldicke voll. Aber wir sind trotzdem rechtzeitig da. Trotz leichter Verspätung. Ach, ich gehe mal hier lang. Der Park ist überall sehr schön. Das ist ja immer ganz nice, wenn man hier zum Millerntor fährt, zumindest aus Norden. Dann kann man nämlich noch durch diesen echt schönen Park laufen. Es sind ja zwei durchaus gut gestartete Mannschaften, die heute gegeneinander spielen. Zum einen St. Pauli, oh, hier geht es nicht weiter, die 2:1 in Kaiserslautern, also gleich mal ein Auswärtssieg, mit einem Auswärtssieg in die Saison gestartet sind, sicherlich zufriedenstellend. Auch wenn noch nicht alles lief, hat man am Ende doch recht souverän gewonnen und auch Düsseldorf, die Hertha BSC zu Hause empfangen haben. Die man ja auch erstmal schlagen muss. Gut, jetzt hat es gestern Wiesbaden auch geschafft, aber trotzdem auch ein Heimsieg gegen Berlin ist sicherlich auch ein guter Start. Also zwei Mannschaften, die ihren schönen Saisonstart hier veredeln wollen. Bei dieser schönen Aussicht gucken wir mal auf die Transfers und wir fangen an mit dem FC St. Pauli. Und da muss man sagen, da haben zwar einige Spieler den Verein verlassen, aber wirklich erwähnenswerte waren eigentlich nur Leon Paccarada, klar, Kapitän ist in die Bundesliga gegangen, ebenso wie Lukas Dagner. Ja, ein Stürmer, das tat beides ein bisschen weh, aber St. Pauli hat sich auch nicht so viel neu geholt, aber die halt gut ersetzt. Ja, du hast Metz, der war nur ausgeliehen, hast du fest verpflichtet, dazu Hauke Wahl, noch einen zweiten Innenverteidiger, neu verpflichtet. Und mit Daniel Sinadi hast du vorne einen offensiven Wirbelwind und Andreas Albers, den man so ein bisschen abgeschrieben hatte, der schon irgendwie gefühlt 300 Spiele in der zweiten Liga gemacht hat, zuletzt für Regensburg, Mittelstürmer, Däne, keine Ahnung, 1,97 oder so groß, hast du auch Daschner irgendwie ersetzt. Und ich glaube, das sind ganz gute Transfers. Deswegen habe ich auch, ein Transferbewertungsvideo, könnt ihr auch gerne angucken. Da habe ich St. Pauli auch relativ weit oben gerankt. Düsseldorf nicht so, denn die haben Klara Kofniacki, Karbovnik und auch Bar, muss man sagen. Das sind alles Abgänge. Und natürlich auch Ruven Hennings, die Legende, haben sie verloren. Und sie haben sich nur zwei neue Leute geholt, und zwar Engelhardt und Vermey, beide von Freiburg 2. Zwar noch einige Leihenden und ein paar Spieler aus der eigenen Jugend, aber ich finde, ich weiß nicht, ob diese Neuzugänge die Abgänge auffangen können. Vor allem natürlich Kofniacki vorne drin, der zu Bremen gegangen ist, der tut ein bisschen weh. Ich meine, jetzt haben sie das Auftaktspiel gleich gewonnen und sahen auch gegen Hertha nicht so schlecht aus. Haben die aber auch nicht weggefegt, muss man auch sagen. Also mal schauen, die Saison ist noch lang. Die habe ich nicht so gut bewertet im Transfervideo und bin auch, ihr habt es eingangs gesehen, mit der Saison nicht so euphorisch bei den Düsseldorfern. Ich habe sie nur auf Platz 8. Pauli traue ich, wie gesagt, den Aufstieg zu. Ich bin sehr gespannt. Mal sehen, ob die Mannschaft meine Thesen heute belegen können oder ob es komplett anderes Spiel wird. Ich hoffe, es wird gut. Zu den Tipps kommen wir gleich. Ich mache mich jetzt mal weiter auf dem Weg zum Stadion. Wer beim Auftaktsieg in Kaiserslautern recht gut gespielt hat, war Elias Saad, 23-jähriger Hamburger, also gebürtiger Hamburger auch, hat den Sprung in die zweite Liga zu St. Pauli über Eintracht Norderstedt, also die Regionalliga, geschafft. Und ganz interessant, ist ehemaliger Futsal-Nationalspieler. Also hat auch die Hallenvariante des Fußballs immer mehr an Popularität gewinnt, habe ich auch schon ein paar Mal gezockt, macht Spaß. Da war er Nationalspieler, also Technik hat er auf jeden Fall. Und ich habe jetzt bei TikTok ein paar Ausschnitte auf einem Podcast mit ihm gesehen. Sehr sympathischer Kerl, muss ich sagen. St. Pauli ist, ihr wisst es nicht, mein Verein, aber sehr, sehr sympathischer Typ. Mal sehen, ob der heute knippt. Es ist einfach verrückt, auch wenn hier noch alles zu hat. Einfach ein Jahrmarkt, also beziehungsweise Hamburger Dom.
einfach direkt dahinter, da irgendwo ist das Stadion. Das ist einfach eine einzigartige Kulisse. Das gibt es so eigentlich nicht, glaube ich. Könnt ihr mal reinschreiben, wenn ihr noch einen verrückten Anweg zum Stadion kommt oder einen Vorplatz, Stadionvorplatz, der verrückter ist als ein Jahrmarkt, schreibt es mal in die Kommentare. Geht aber, glaube ich, auch nur in einer Stadt wie Hamburg, wo der ÖPNV mit S und U-Bahn und so gut ausgebaut ist, weil wenn hier jetzt nachher was los ist und ein Fußballspiel ist, also in Kiel zum Beispiel, reicht ja alleine ein Fußballspiel schon zum kompletten Verkehrschaos. Ja, dann noch da direkt daneben so eine Art Jahrmarkt oder so ein Volksfest wäre. Stell dir mal vor, Kieler Woche und Holstein-Spiel irgendwie auf dem gleichen Gelände, das wird ja im Leben nicht funktionieren mit Parkplätzen und Anreise und so. Deswegen, du brauchst, glaube ich, eine Stadt, wo der ÖPNV mit U- und S-Bahn und so gut ausgestattet ist und auch sehr viel genutzt wird. Weil so war die Anreise für mich ja zum Beispiel total easy. Da sind wir. Los. St. Pauli mit einer Erinnerung. Medic, der wahrscheinlich zu Ajax geht, wird von Wahl ersetzt. Und Afolan vorne drin für Albers. Düsseldorf einfach mit der gleichen Elf, die auch gegen Hertha gewinnen konnte. Stimmung ist schon gut. Ich habe übrigens 2-2 getippt. Also alle Tipps von mir und Christoph Krüger diese Woche. Ja, der Experte, könnt ihr auch sehen. Ganz genau beobachten. Mal sehen, was Howie hier in Hamburg so anstellt. Ja, Anschluss war für St. Pauli eigentlich. Was ist das für ein Start? Was geht hier ab? Junge, Junge. Okay, das will ich jetzt 90 Minuten lang sehen, sowas. Fortuna auch sehr, sehr laut für die ersten Minuten, die Fortuna-Fans. Macht Stimmung. Nach 6 Minuten ist genau das Spiel, weswegen ich hier bin. Genau das, was ich gehofft habe. Beide Mannschaften spielen nur nach vorne, nach vorne, nach vorne. Es waren auch keine Tore, aber beide, sobald sie Ball haben, ab nach vorne. Das ist ein geiles Spiel bisher. Man erkennt sehr gut, St. Pauli im 2-2 auf Bau, also da 2, davor 2 und dann alle Adem schieben nach vorne. Dadurch gibt es viele, viele Angriffe. Wir passen zum Feuerwerk auf den Rasen und hat Düsseldorf auch eine kleine Fackel in der Tribüne, auch eine Tribüne mit. Knapp eine halbe Stunde hat St. Pauli eindeutig das Heft des Handels in die Hand genommen. Mehr Ballbesitz, mehr Torchancen, aber eben auch kein Tor. Aber es ist trotzdem ein sehr gutes Fußballspiel nach wie vor. Abschluss im Minutentag hier. Rein. So, St. Pauli jetzt auf die eigenen Fans, der Ball rollt wieder. Nach einer guten ersten Halbzeit, wo einfach nur die Tore gefehlt haben, wie das manchmal so ist. Düsseldorf natürlich auch vor ihre mitgereisten Fans. Mal gucken, ob wir jetzt Tore sehen. Anstoß müssen sie nochmal üben. Thank you.
der Halbzeit beginnt definitiv Düsseldorf engagierter. Ich wollte gerade sagen, Saad ist heute nicht so gut. Aber was man sagen muss, Jackson Irvine ist einfach ein verdammt guter Fußballer. Der Torwart, Wahnsinn, mit 1 gegen 1. Ich glaube, der Typ ist zu früh aufgestanden. Aber was eine Parade. Aber ich sag's ja, Jackson Irvine, der spielt wahnsinnig gut. Schon schickes Bild, so erkennt man bloß nichts. Den Parallelspiel sind Tore gefallen inzwischen. Das gefällt mir natürlich sehr gut hier. Schuto hat getroffen, jawohl. Aber so ein Spiel, das kann doch nicht 0-0 ausgehen. Freistoß in sehr, sehr guter Position, noch so 17 Minuten ungefähr. Vielleicht dann jetzt ein Standard. Also wirklich, was sind das? 16, 17, 18 Meter würde ich schätzen. Zentral vom Tor. Hertel, Sinani, mal sehen, wer schießt. Nach 75 Minuten meinerseits sehr, sehr gute Stimmung. Ein bisschen offene Sohle, aber viel zu hart. Also das ist ja so ein bisschen krass. Aber letzte Woche habe ich auch eine rote Karte gesehen und dann noch ein Last-Minute-Tor. Mal sehen, ob hier doch noch eins fällt. Jetzt auch sehr gute Freistoßposition für Düsseldorf. 22 Meter vom Tor. Ist hier natürlich auch ein weiter Weg, sehr, sehr weiter Weg bis dahin in die Kabine. Muss man schon weit laufen. Die Nachspielzeit läuft schon 4 Minuten, aber zwei sind bestimmt schon vorbei. Also jetzt in Unterzahl, glaube ich, kommt das hier noch groß hin. Beiderseits sehr gut war. Schöner Ausblick hier. Noch einmal zur Einordnung. Das Unentschieden geht eigentlich in Ordnung, das muss man schon sagen. 0-0 ist halt lächerlich. Aber der Start war so Wahnsinn. Beide hatten gefühlt nach 2 Minuten schon beide 4 Torschüsse, die auch echt nicht so schlecht waren. Also, dass das 0-0 ausgeht, dass da kein Tor fällt, das ist ein bisschen verhext, würde ich schon fast sagen. Pauli, also ein knapper Sieg für St. Pauli oder ein Unentschieden. Das wären die Ergebnisse, die okay gewesen wären. 0-0 ist also nicht unverdient. 0-0 ist natürlich blöd. Jetzt letzte Woche 90 in der Nachspielzeit immer noch erlöst worden, aber ich hoffe, ich bin auch mal wieder bei torreicheren Spielen.
Jetzt auch parallel Spiel. Freut mich natürlich, dass Kiel gewonnen hat. Maximal Ausbeute geholt. 6 Punkte aus 2 Spielen. Rostock auch. Die haben aber bis zur 90 plus 10. Lagen die also hinten. Dann haben sie noch 2 Tore geschossen. 90 plus 10, 90 plus 13. Also völlig wild. Völlig wild werden auch die nächsten Wochen. Also lasst gerne ein Abo da. Würde mich freuen. Lasst ein Like auf dem Video da. Und ja, guckt gerne auch mal im Tippvideo rein, in den Prognosen gerne natürlich vor. Aber meinetwegen auch hinterher, guckt mal rein, skippt euch mal durch. Guckt mal, wie viel wir falsch getippt haben diese Woche. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich drauf. Tschüss. Aber wir werden sehen. Ich wünsche eine gute Nacht. Peace out.